Drei Tage arbeiten sie schon an diesem Sandmandala. Die zwei Mönche aus dem ehemaligen Königreich Mustang, einem Gebiet nördlich des Himalaya im Zentrum von Nepal. Immer wieder werden sie von der Organisation Friends of Tibet eingeladen, um Menschen im Westen die tibetische Kultur näher zu bringen. Aber auch tibetische Kinder, die hier in Österreich geboren wurden, sollen ihre Wurzeln kennenlernen. Heuer streuen die Mönche das Sandmandala des sogenannten Medizin-Buddha. Es soll seinen Palast symbolisieren. Dieser Buddha steht für Heilung, besonders in Zeiten der Pandemie. Mandalas sind für alle Lebewesen gut. Dieses Sandmandala ist besonders effektiv für die Menschen, die krank sind. Wir beten und hoffen auf ein schnelles Ende von Covid-19. Der Medizin-Buddha gilt im tibetischen Buddhismus als erleuchtetes Wesen, höchster Arzt und Heiler. Durch die Medizin-Buddha-Meditation und durch das Rezitieren des Medizin-Buddha-Mantras könne man sich von negativen Gedanken befreien und dadurch innere Ausgeglichenheit gewinnen, so die Vorstellung. Beim Medizin-Buddha gibt es zwei Aspekte, die körperliche Heilung und natürlich auch die geistige Heilung. Wobei im Buddhismus quasi immer die geistige Heilung im Vordergrund steht. Und wir Buddhisten sprechen davon, dass in jedem von uns die sogenannte Buddha-Natur schlummert. Und wir eben durch fortwährendes Lernen und Erfahren von Neuigkeiten irgendwann einmal erleuchtet werden. Das heißt, wir verstehen dann, worum es geht. Und der letzte Schritt zum Buddha werden ist dann quasi das Erwachen. Nicht jeder kann ein Sandmandala herstellen. Es ist vor allem buddhistischen Mönchen vorbehalten, die diese Tradition während ihres Studiums erlernen. Das Streuen erfolgt nach einem strengen Ritual und erfordert höchste Konzentration. Das Erzeugen des Sandmandalas ist für die Mönche eine meditative Tätigkeit, aber auch für die Leute, die hier sind, die die Mönche beobachten. Das Streuen des Sandmandalas ist eine gute Gelegenheit, quasi, um zu meditieren. Es ist für Leute beruhigend, sich die Möglichkeit, sich zu fokussieren, etc. etc. Die beiden Mönche kommen aus Lomantang, der ehemaligen Hauptstadt von Mustang. Dort befindet sich auch ihr Kloster Chöde Gompa, das zur Sakya-Tradition des tibetischen Buddhismus gehört. An das Kloster angeschlossen ist eine Schule, die derzeit 80 Knaben besuchen. Neben dem normalen Lehrplan erhalten die Jungen die traditionelle Ausbildung zum buddhistischen Mönch. Die Klosterschule ermöglicht Kindern aus armen und entlegenen Regionen Nepals eine Schulbildung und trägt somit auch zum Erhalt der tibetisch-buddhistischen Kultur bei. Um die Schule weiterhin finanzieren zu können, bitten die Mönche auf ihren Reisen um Spenden. Nach 8 Tagen ist das Sandmandala fertig. Es soll einen dreidimensionalen Palast, umgeben von Mauern, darstellen. Die Wohnstätte des Medizin-Buddha. Nach kurzer Zeit wird das Mandala wieder aufgelöst. Damit soll die Vergänglichkeit allen Lebens und die Loslösung von der materiellen Welt gezeigt werden. Das heißt, die Mönche beginnen es wegzuwischen. Damit wollen sie uns quasi zeigen, dass wir an nichts festhalten sollen, weil nichts von Bestand hat. Also so wie wir werden geboren, werden älter, sterben. Wichtig ist quasi, was wir im Geist mitnehmen, Liebe, Mitgefühl. Und das wird quasi damit eben versucht zu transportieren. Das Mandala ist zwar schön anzuschauen, aber irgendwann einmal ist es weg. Alle Dinge im Leben sind vergänglich. Das zu akzeptieren ist oft nicht leicht. Gelingt es doch, führe es zur inneren Gelassenheit, so die buddhistische Philosophie. Der gesegnete Sand des Mandala wird nun an die Anwesenden verteilt. Der Rest am nächsten Tag in ein fließendes Gewässer gestreut. Zurück in den Kreislauf der Natur. Musik